Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag oder guten Abend, kann man glaube ich auch schon sagen. Ne? Wir haben ja schon späten Nachmittag. Ich möchte mit dir mal darüber reden, wie du dir dein Leben schönredest und was dir das bringt, was es dich kostet. Das habe ich heute Morgen mal wieder so Revue passieren lassen aufgrund meiner eigenen Geschichte und auch aufgrund ja, so verschiedene Gegebenheiten. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ich habe früher ja auch, als ich im öffentlichen Dienst noch gearbeitet habe, auf der einen Seite tagsüber im Büro gehockt. Morgens war ich noch relativ wach, aber so nach der Mittagspause, da war ich schon irgendwie ziemlich down, hatte keine Energie mehr. War dann schon mal eher dazu geneigt, mal noch einen Kaffee zu trinken, um irgendwie wach zu bleiben oder überhaupt um zu naschen, mehr dann gesunde Sachen, um einfach etwas zu tun zu haben, also mehr Obst oder so, immer mal so kleine Stückchen in den Mund zu stecken, damit ich wach bleibe. Also ich hatte da auch so meine Mittelchen, um mich irgendwie wach zu halten. Und das hatte nichts damit zu tun, dass ich zu wenig geschlafen habe, sondern einfach, weil ich tagsüber etwas gemacht habe, sprich am Schreibtisch gehockt habe, was überhaupt nicht meiner Intention entsprochen hat. Also wo ich mich immer gefragt habe, was machst du hier eigentlich? Weil ich so das Thema in mir hatte, das Leben muss doch da eigentlich noch mehr bereithalten, da muss es doch noch mehr geben. Ich habe immer mehr einfach gespürt, das ist absolut nicht mehr mein Ding, was ich wirklich machen möchte. Und das raubt einfach Energie. Das raubt einfach Energie. Und das waren so meine mittäglichen Durchhänge einfach, wo ich ja im Stehen hätte schlafen können, trotz genügend Schlaf. Und das habe ich schon in mir gespürt. Das ist jetzt alles nicht mehr das, was ich machen möchte. Ich bin hier fehl am Platz. Und auf der anderen Seite, und vielleicht kommt dir das auch bekannt vor, haben wir dann aber eine Gabe, und da gehörte ich ja auch lange Jahre dazu, mir die Situation, mein Leben schön zu reden, indem ich dann gedacht habe, naja, es gibt da draußen so viele Menschen, die wären stolz drauf, diese Stelle zu haben, und so schlecht geht es dir doch nicht, du hast ein gesichertes Einkommen, hast am Monatsende Summe X auf deinem Konto, brauchst dir um weiter nichts Gedanken zu machen. Ja, und mich dann mit denen verglichen habe, die da draußen sind, denen es vermeintlich eigentlich noch schlechter ging als mir. Und so redet man sich jahrelang die Situation schön. Vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Hast du dir auch schon mal überlegt, was dich das kostet? Was dich das kostet, wenn du weiter so machst wie bisher? Wenn du weiter einem Job nachgehst, einer Arbeit nachgehst, die dich nicht wirklich erfüllt, die dir Energie raubt. Was kostet dich das? Wenn du weiterhin dich mit deinem Leben arrangierst, mit den Dingen, die du dir schönredest. Was kostet dich das? Ich kann dir zwei, drei Dinge aufzählen, die es dich kostet und die mich fast sogar auch schon mal mein Leben gekostet hätten. Das hat mich so endgültig auch wachgerüttelt. Und zwar, zum einen kostet es dich wertvolle Lebenszeit. Du kannst oder wir können, niemand von uns, Lebenszeit zurückdrehen. Wir können Dinge aus der Vergangenheit heilen und ändern, aber wir können eins nicht, wir können keine Lebenszeit zurückdrehen. Das geht definitiv nicht. Es kostet dich Lebensqualität. Es kostet dich Lebensenergie. Mangelnde Lebensenergie führt letzten Endes dazu, wenn du energielos bist, dass es irgendwelche Defizite in deinem Körper einfach entstehen. Sprich, dass irgendwelche Disharmonien entstehen, auf unterschiedlichste Art und Weise, seien es Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Bauchschmerzen.
als der einfach auf dem Magen liegt und, und. Und wenn ich sage, es hat mich fast mein Leben gekostet, dann spreche ich davon, dass ich mittags so oft auf der Autobahn unterwegs war und Mühe hatte, am Steuer wach zu bleiben. Ich einfach am Einnicken war. Bis ich dann zu Hause war, dann bin ich irgendwie wieder wach geworden. Aber einmal ist es dann einfach passiert, dass ich so einen Sekundenschlaf am Nachmittag hatte und gegen die Leitplanke gedonnert bin. Ich bin davongekommen mit einem Blechschaden am Auto, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ich bin wach geworden durch dieses rüttelnde Geräusch, weil ich einfach auf der Leitplanke gehockt hatte. Und das hat mir so arg zu denken gegeben. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin damals und meine Tochter sofort gemerkt hatte, was ist da los? Und ich ihr das erzählt hatte und sie mir dann einfach auch gesagt hatte, Mensch, schreib doch endlich mal die Kündigung. Damals war ich noch nicht ganz so weit, da hatte ich noch nicht so ganz den Mut dazu, das wirklich zu machen, aber es war ein absoluter Augenöffner für mich. Es ist gut gegangen, aber ich möchte diese Beispiele einfach mal zur Inspiration geben, den Mut zu finden, etwas zu verändern. Diese leise Stimme, die da in dir ist, dass dein Leben in einigen Bereichen nicht so ist. Mein Sohn macht hier gerade Faxen und will mich zum Lachen bringen. Roman, soll ich dich mal ins Bild holen? Nee, das nicht, ne? Habe ich den Faden verloren. Es kostet dich wirklich Lebensqualität, es kostet dich Lebensenergie, es kostet dich Lebenszeit und letzten Endes kostet es dich auch Geld, darauf wollte ich hinaus. Denn letzten Endes, das hat mir gerade kürzlich noch jemand bestätigt, der zu mir gesagt hat, seit ich meinem Herzen folge, hatte ich nie wieder Geldprobleme. Wenn du das machst, was dir entspricht, dann hast du auch den entsprechenden Erfolg. Und wenn du bereit bist, damit einhergehend auch dein Geld-Mindset zu heilen, dann erlaubst du dir eben auch die entsprechende Geldenergie in dein Leben zu ziehen, dass du es dir eben dann auch kannst gut gehen lassen und oder auch eben zum Beispiel soziale Projekte unterstützen kannst, was ich ja auch sehr, sehr gerne mache in verschiedensten Bereichen. Und das wollte ich jetzt einfach mal nochmal mit dir teilen, zur Ermutigung, zur Anregung. Diese leise Stimme, die da in dir ist, die dir sagen möchte, hey, hör doch auf mich, hör doch auf mein Herz, hör doch auf die Seele und beginn, dich auf deinen Seelenweg zu begeben, beginn deinen Seelenberuf zu entdecken und ihn zu leben. Das Leben ist das Wertvollste, was du hast und es möchte gelebt und gefeiert werden von dir. Und darum geht es doch letzten Endes im Leben, denn auch du, genauso wie jeder von uns, hat doch irgendwann mal aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt mit seinem Seelenplan, mit seinem Seelenruf, dem Ruf der Seele zu folgen und wollte doch eigentlich ganz andere Dinge hier im Leben kreieren, als sich zu arrangieren, als sich Dinge schön zu reden und als ja, sich einfach mit dem Leben zu arrangieren und sich zu sagen, okay, es ist halt so, ich muss mich damit abfinden und ich finde keinen Ausweg oder es gibt keinen Ausweg, es gibt immer einen Ausweg, auch für dich. Und der Zeitpunkt, etwas zu verändern, ist jetzt. Der ist immer jetzt. Und dazu möchte ich dich ermutigen, nicht weiter wertvolle Lebensqualität zu verlieren, weiter wertvolle Lebensenergie zu verlieren und schon gar nicht, wie das bei mir auch der Fall war, im Grunde genommen sein Leben aufs Spiel zu setzen. Das war so meine Ermutigung für heute für dich. Lass es mal auf dich wirken und lausche mal bitte in dich hinein, was dein Herz, was deine Seele dazu sagen und sei mal ehrlich zu dir selbst, wo du dir dein Leben noch schön redest, in Bereichen, die nicht wirklich deinem Herzen, deiner Seele entsprechen. Und lass uns dann auch gerne persönlich miteinander reden, wenn du, ja,
Ich weiß, dass ich dir helfen kann. Ich wollte jetzt sagen, wenn du das Gefühl hast, dass jetzt der Zeitpunkt ist, im Grunde genommen ist immer der Zeitpunkt hier jetzt und du bist ja auch auf der Suche, sonst wärst du ja auch nicht hier in der Gruppe. Und ich weiß, weil ich einfach auch diesen Weg gegangen bin, zu 100%, dass ich dir dabei eben auch helfen kann. Schau dir das Live-Video hier gerne nochmal an und stell dir mal auch die Fragen und notierst dir auch gerne, was es dich kostet, wenn du so weitermachst wie bisher und dir dein Leben in verschiedensten Bereichen schönredest oder wenn du dir einredest, Veränderung ist nicht möglich, sie ist möglich, jederzeit, auch für dich, meine Liebe. Okay, bis ganz bald. Tschüss.